Ein herzliches Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde hier von Westslawien. Wir stehen kurz davor, die Westslawen zu vereinen, wenn nicht noch irgendetwas anderes Blödes passiert. Und arbeiten nebenbei noch hier an unserer Legende. Wir müssen eigentlich jetzt hier nur noch hier diesen Teil von Prag wieder zurückerobern, was in, ja, weniger als 2 Jahren vermutlich machbar sein. Was, jetzt sind noch 3 Jahre? Heute waren es noch 2. Okay, es sind noch 3 Jahre, was für ein Ärger. Egal, sind wir würdig? Die Sänger auf dem hölzernen Podium erfüllen die Nacht mit Musik, während ich einen Schluck von meinem Getränk nehme. Schließe ich die Augen und gönne mir einen Augenblick der Ruhe. Und jetzt hört alle zu! Hört alle zu! Wächter der slowakischen heiligen Städte. Was auch immer das jetzt hier bedeuten soll. Das Geschrei meiner Höflinge erfüllt den Raum. Das Klirren von Besteck auf dem Tisch und schallendes Gelächter. Ein zweifelhafter Gedanke verfolgt mich inmitten der Bewunderung des Hofes. Bin ich würdig? Also währenddessen wir wohl gerade eben unsere Legende erzählen lassen, fragen wir uns selbst, ob wir würdig sind. Natürlich sind wir würdig. Das hat sogar Stress abgebaut, was ich ganz, ganz angenehm finde. Ein wahrer Held. Das Wasser steigt aus den Tiefen der Quelle auf. Kleine Blasen zerplatzen an der Oberfläche. Ich schaue in das kühle Nass und erblicke mein eigenes Spiegelbild. Stark, gut aussehend, würdig. Hochkönig Krack, ich drehe mich um und... Achso, irgendjemand kommt auf mich zu und sagt, Hochkönig Krack. Ich drehe mich um und sehe Oberhäuptling Zacharia unmittelbar neben mir stehen. Bitte erzählt mir von eurer Legende. Ich bin viele Tage und Nächte gereist, um sie zu hören. Eine verwandte Seele stießt sich mir an. Beginnt meine... beginnt meine Legende zu... Ja, das ist ja einfach. Ja, das ist einfach. Aber wisst ihr, was wir auch noch machen müssen, Leute? Wir müssen jetzt hier unseren Sohn beerdigen. Und weh, das geht nicht. Oh, den schicke ich nach Plock. Das ist nicht ganz so weit. Da ist er. Oh Gott, ey. Ich bin immer noch so sauer, dass das Spiel uns jetzt hier gerade eben das hier angetan hat. Das Dumme ist, mir fehlt gerade eben die Kohle dafür. Ich muss echt noch kurz warten, bis ich ihn bestatten kann. Der arme Bub, ey. Ich sag's euch. Der, wisst ihr, ich habe erst schon wieder an Mord geglaubt gehabt. Aber nein, es war tatsächlich eine Krankheit. Es waren wirklich die westslawischen Schwere, denen er zum Opfer gefallen ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht wird es jetzt doch mal an der Zeit, den Hauptsitz zu isolieren. Hätten wir es bloß früher getan, sind wir mal ehrlich, hätten wir es bloß früher getan, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Und so wie es aussieht, haben sich Leute auseinandergelebt. Die Zeiten und die Menschen ändern sich. Manchmal werden die uns scheinbar am nächsten stehen zu Fremden. Hochkönig Krack, lächelt meine Freundin Gräfin Radioöjka traurig. Ich fühle, dass es zwischen uns keine Freundschaft mehr gibt. Das ist doch kein Wunder, ganz im Ernst. Das war auch sowieso die seltsamste Freundschaft, die es überhaupt geben kann. Aber denkt doch an... Nee, ganz im Ernst. Das habe ich sowieso nie verstanden, warum die zu einer Freundin von uns wurde. Das hat keinen Sinn gemacht gehabt. Kein bisschen. So, ich warte jetzt hier gerade eben nochmal ein bisschen. Oder wir machen erstmal dieses Event. In letzter Zeit kann ich nicht umhin, die Scharen kichernder Maiden und sonst so disziplinierte Krieger zu bemerken, die sich in dunklen Nischen versammeln, um verzückt in ein Buch zu lauschen. Heute habe ich endlich Valkard mit dem Buch in seinen Händen in die Enge treiben können. Es ist ein zügelloser Text, randvoll mit sinnlichen Verlockungen, irdischen Verführungen und üppigen Busen. Ich schweige, während ich über die mutmaßliche Reaktion von Volkovna Oleg nachdenke, und Valkard starrt mich besorgt an. Wenn die sagen, oh, spannend. Nee. Wir sind dagegen. Das Buch möchte ich heute nicht mehr gesehen haben. Ich möchte es einfach nicht mehr gesehen haben. So, was ich aber gleich selber nochmal sehen will, Moment, wenn wir nochmal einmal Geld bekommen. Oh Gott.
Dann wollte ich eigentlich gucken, wie teuer die größere Beerdigung wäre. Also, die westslawischen Schweren hat ganz Lviv verwüstet. Mein Volke Oleg teilt mir mit, dass der örtliche Handel und die Herstellung völlig versiegt sind, während die Menschen in ihren Häusern und auf den Straßen ausharren und auf den Tod warten. Er hat die schlechte Luft, die die Toten und Sterbenden umgibt, für die Seuche verantwortlich gemacht und vorgeschlagen, dass ein riesiges Feld Lavendel dazu beitragen würde, diese schlechte Luft zu vertreiben und die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Was für eine Geldverschwendung. Klar, es bringt überhaupt nichts gegen die Krankheit. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Absolut nichts. So, warte mal. Jetzt gucken wir erstmal nochmal nach der Beerdigungssache. Ne? Ich kann jetzt nicht 169 Gold rausschmeißen. Ich muss die Beisetzung endlich mal durchführen. Also hier ein Plock. Brauche ich überhaupt einen Bergsteiger? Ja, Bergsteiger wären gar nicht so... Gerade eben war es noch 000 und auf einmal bringen die nichts mehr. Wie sieht's aus mit Waldpirschern? Boah, wir haben einmal hohe Gefahren. Was ist, wenn ich Söldner anheuere? Warum ist das hier so gefährlich? Wisst ihr, ich kann auch nicht ewig warten. Nee, wir machen das jetzt so, wie es ist. 71 kostet es und dann nehme ich jetzt halt auch mal die Söldner jetzt hier mit. Nee, ich kann die Söldner nicht mitnehmen. Super. Ein Furtner? Der bringt nichts. Der Waldpirscher bringt ein bisschen was. Kulturbotschafter bringt nichts. Medizinische Ausrüstung bringt nichts. Kapitäne bringen nichts. Dschungelpirscher bringen nichts. Bergsteiger bringen nichts. Ja, dann machen wir es jetzt halt so, wie es ist. Um Gottes Willen. Das könnte für uns selber eine gefährliche Reise werden. Verlockende Früchte. Oh je, Mine, die kennen wir. Die können jetzt auch schädlich sein. Ja, also bevor ich sie selber esse, dann soll unsere Frau sie essen. So blöd es auch klingt. Es war eine harmlose Pflanze. Okay, gut, gut, gut. Vielleicht kommen wir ja sogar unbeschadet mehr oder weniger an. Ey, also das Spiel ist wirklich tödlicher geworden. Ich war gerade total baff in der letzten Folge, ne? Plox soll die letzte Ruhestätte von Barad Ronan sein und ich bin, und man lässt mir die nötige Zeit alleine, um meine Gedanken zu sammeln, um mich auf die Ankunft der geehrten Trauergäste vorzubereiten. Aber keine Sorge, Brother Ronan, du wirst wieder ins Spiel kommen, ne? Dein Name ist nun mit dem Hause von Vishlan vergänglich verbunden. Okay, die Krankheit geht endlich zurück. Das heißt also, ich kann, ich glaube, ich komme automatisch wieder aus dieser Sache raus, von alleine mit der Zeit. Vermute ich zumindest. Vermute ich. Das hier geht auch voran. Wie lange dauert das noch? Noch 3 Monate. Dann kann ich ja mal auf die vierfache Geschwindigkeit gehen. Hier tut sich ja nichts. Aber das ist... Mein Ratskanzler. Oder sind wir schon ziemlich weit jetzt hier? Mein Ratskanzler, Oberhäuptling Borislav, soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich ihm in meinem nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich kann seinen unterschiedlichen Glauben loben oder ihn professioneller halten. Ah, die Frage ist, ob... Ich weiß es nicht, was der jetzt mit Glaube zu tun hat. Nee, ich halte es professionell. Der hat überhaupt keine Tugend oder sowas in der Art und Weise, die auf Glauben hindeuten. Ich glaube, es ist teilweise random, was man zur Auswahl bekommt. Ja... Du gibst mir jetzt nochmal 50 Gold. Und es dauert immer noch 3 Monate. Ah, nee, jetzt geht's los. Die Schatten der Trauenden ragen nicht mehr über mir auf. Und ich habe endlich einen Augenblick für mich alleine. Welch stiller Trost in einem solchen Moment, ohne das Geklapper und Geplapper
der anderen Gäste in meinen Ohren. Nur ich und meine Gedanken an unseren Sohn. Es fühlt sich gut an. Währenddessen noch Nachrichten verbreitet werden müssen. Ich halte inne, währenddessen hier gerade eben meine Beerdigung hier unterbrochen wird, und schreibe. Die Worte für diesen Brief müssen sorgfältig gewählt werden. Zu unsicher ausfallende Formulierungen in meinen Nachrichten an Piotr, meinen Vasallen, werden nicht gerne gesehen sein. Doch seine Unterstützung meiner Legende wäre in der Tat ein Segen. Wer ist denn das nochmal? Das ist einer meiner Vasallen. Diplomatie-Herausforderung. Der hat ja überhaupt keine Diplomatie. Das wird klappen. Ey, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Okay, meine Vermutung ist offensichtlich falsch. Schade. Ah, was ist das nur für ein Fleisch? So ein reiches Aroma und dieses Gemüse und dieser kräftige, beinahe süße Duft. Oh, ich liebe diese köstlichen kleinen Nachspeisen. Dieses Festmahl bietet mir das Essen, das beste Essen, das ich je essen durfte. Oh, immerhin bekommt einer von uns Leidenschaft fürs Leben. So völlig random Leidenschaft fürs Leben jetzt hier bekommen, in der Beerdigung des eigenen Sohnes. Oder wenn meine eigenen Kinder sterben, dann muss ich selber weiterleben oder so. Alle Blicken richten sich auf Höchstkönigin Gurundud von Westslawien, also unsere Frau, als sie klagend zu Boden fällt. Die Hände vor die geröteten Augen geschlagen, das traurige Schluchzen und Keuchen meiner Frau und Hochkönigin raubt den anderen Trauergästen schier den Atem. Und viele bieten ihr Trost oder bringen ihre Ehrerbietung dar, als wäre sie es, die dem Jenseits übergeben werden soll. Ja, in diesem Falle möchte ich Trost bieten. In diesem Falle möchte ich Trost bieten, denn sie ist die Mutter. Das hat auch wirklich mal gepasst. Neben mir starrt, gramgebeugt und ohne jedes Vorgaukeln von Gefasstheit die untröstliche Gurundud vor sich ins Leere. Keine Träne rinnt ihr über die Wange mehr, kein Wort kommt ihr mehr über die Lippen, bis sie sich mir zuwendet. Die höchste Instanz kann in der Tat grausam sein. Warum weht noch immer der Wind? Warum drängt das Meer weiter ans Ufer? Warum sehnt sich mein Leib nach Nahrung und dürstet nach Wasser? Die dunkelsten Zeiten, die Endzeit ist über uns hereingebrochen. Mein Sohn ist tot. Ja, wir werden einfach nur nicken und schweigen. Weil ich glaube nicht, dass ich es schaffe, sie wieder aufzubauen. Das will ich gar nicht erst in dieser Situation riskieren, was Falsches zu tun. Von allen verehrten wie schurkischen Gestalten war keiner begehrter als unser dahingeraffter Sohn. Da die seinetwegen versammelte Menge schluchzend und gaffender Menschen andere Objekte aufgetan hat, an denen sie ihre Faszination befriedigen kann, bleibt mir nun endlich ein tröstlicher Augenblick mit dem Menschen, der mein Sohn war. Und der eigentlich alles erben sollte. Tja. Ein Moment für die Trauer. Der Rest hätte keinen Sinn ergeben, ehrlich gesagt, an der Stelle. Die traurige Schlange marschiert weiter. Jene Schlange, um einen letzten Augenblick mit meinem Sohn zu erleben. Ein letztes Flüstern, ein letztes langes Lebewohl. Ein letztes Nichts am letzten Ort, an dem man ihn sehen wird. Wahrlich. Es ist ein Privileg, hier zu sein. Die Schlange bringt mich immer näher, bis schließlich die Gestalt vor mir beiseite tritt und nur noch ein Schleier zwischen mir und meinem Sohn liegt. Wir sprechen von seinen Tugenden. Ja, heute geht es nur um ihn, nicht um uns. Die anderen Trauernden und ich gönnen uns eine Pause von unserem Kummer, um eine wahre Überfülle an Speisen zu genießen. Oberhäuptling Zwinisława von Polonia, für gewöhnlich pulsierend im Herzen eines jeden Festes, sitzt mir nun mit trübem Blick gegenüber einem unangetasteten Kelch neben sich. Wir können in diesen Zeiten fett und fröhlich feiern. Sollen wir unsere genusssüchtigen Gelüste befriedigen, während Brother Ronan gar keine mehr hat? Schließt euch mir an, leert eure Kelche. Als Trankopfer. Die Gäste scheinen sich einig zu sein.
Es liegt Weisheit im unbeholfenen Wehklagen von ihr. Eine Runde Getränke für alle. Alle sollen sie auf ihn anstoßen, ein letztes Mal. In einer ruhigen Ecke des Tempels höre ich, wie eine Frau mit einer Gruppe von Trauernden sich unterhält. Sie bittet mich in einer Geste zu sich herüber. Wir haben alle schöne Erinnerungen an ihn. Und ich habe gerade über eine gesprochen. Ich brachte mein erstes Kind zur Welt, also ihn selbst. Einen wunderschönen Jungen. Sagt an, habt ihr auch Erinnerungen, die ihr mit mir teilen möchtet? Ey, ganz im Ernst, es ist doch einfach so frech, dass das jetzt hier nur 50% ist. Es ist zu schmerzhaft. Wir sagen einfach, es ist zu schmerzhaft. Wir können das nicht. So, aber das hier konnten wir wenigstens gerade eben tun. Ich fühle mich wie eine stille Ruhe über, wie mich eine stille Ruhe überkommt, während ich mich in dem Raum voller Trauernden umsehe. Die Augen mancher sind gerötet, für andere ist es ein ganz gewöhnlicher Anlass, für eine Zusammenkunft. Eine Seele jedoch schaut mich unsicher an, als sie sich an meine Seite schmiegt. Meine Nichte Diana weint nicht offen, scheint allerdings nicht so ungerührt zu sein wie viele andere der anwesenden Kinder. Hochkönig Krak, was ist mit Brother Ronan geschehen? Warum sind alle so traurig? Sorg dich nicht, mein Kind. Ich weiß, ich war mir nicht sicher, ob ich schaffe, sie jetzt hier auch zu trösten, ne? Und nun ist die Zeit gekommen, die letzten Riten für ihn zu sprechen und ihm ins Jenseits zu übergeben. Brother Ronan liegt in feine weiße Stoffe gehüllt auf einem hohen Scheiterhaufen. Neben mir steht eine Tretz mit einer Fackel, deren Flamme im Wind flackert. Ich blicke auf den leblosen Leib meines Sohnes. Sollte jemals erleben, dass die eigenen Kinder derart grausam ausgelöscht werden? Ich senke die Fackel ins Anzündholz und sehe zu, wie der Turm aus Holz in Flammen aufgeht. Nun kann ich nur noch darauf warten, dass er zu Asche wird. Das war's. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, jetzt müssen wir nur noch lebendig nach Hause kommen. Unterwegs werden wir zu einem Duell gefordert. Ich werde mal Oleg gegen ihn kämpfen lassen. Ja, aber Janko, trotzdem bei 88%. Habe ich eigentlich gerade eben ein ganz mieses RNG-Pech? Es gibt noch einen tierischen Kampf. Wieder so ein random Dude, der von dem Wolf angegriffen wird. Ja. Passiert. Was soll ich dazu sagen, ne? Passiert halt. Ich habe einen Krieg. Was? Wer bist du denn? Okay, Moment. Wo habe ich meine Truppen? Wer bist du denn und was machst du hier? Die holt sich mir wahrscheinlich. Wow! Na, das war ja mal frech gerade eben. Wie lange wird das dauern hier? Hat die einfach jetzt hier gerade eben meine frisch aufgebaute Armee jetzt hier gerade eben gesnackt? Hä, wo ist denn der Rest meines Kriegsvolks? Hä? Ich bin verwirrt. Irgendwie ist nur die Hälfte hier angekommen. Ich finde schon mutig, dass sie mir überhaupt den Krieg erklärt hat. So, dieses Mal entkommen sie mir hier nicht. Oh, der Beregar möchte seine Aufwartung machen. Gut, das darf er tun. Diesen Text haben wir ein, zwei, dreimal zu oft gelesen.
So, und jetzt belagern wir diesen Laden jetzt hier kurz mal zu Ende. Gibt's. So, unser anderer Sohn, Enrico Heyrod, möchte seit langem nur noch eines, ein Spielzeugboot. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen würde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Seitdem diesem Versprechen strengt er sich doppelt so sehr an bei seinen Studien. Er wird treuherzig. Das finde ich gut, dann wird er treuherzig. Wie ihr. In der Ferne lacht mein Sohn Enrico mit seinen Kameraden. Ich bin Hochkönig Krak von Westslawien. Ich bin der Held. Er spielt eine ganze bestimmte Legende, nämlich meine, für einen begeisterten Kameraden nach. Die Kinder schauen mit Staunen und Bewunderung auf Enrico, gebannt von der Geschichte. Mir geht das Herz auf, wenn ich höre, wie diese legendären Namen und Orte mit so viel Elan und Begeisterung über die Lippen der nächsten Generation kommen. Ob wir alle eines Tages zu Staub zerfallen werden, wird diese Legende niemals sterben. Ja, wir nehmen die Kinderlegende, das bringt nämlich 10% mehr Verbreitung. So, derweil mal wieder gucken, wo stehen wir. Wir stehen schon bei 230. Ja, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist schon absurd. Ich guck mal, ob ich sie dieses Mal sogar noch weiter verbreiten kann. Ne? Ich muss ja nicht bei 300 aufhören. Why not? Das gemeine Volk. Die wundersame Geschichte unserer Legende breitet sich weiter aus und immer mehr Menschen aus allen Ständen der Gesellschaft haben begonnen, dieses reichhaltigen Erzählstrang ihrer eigenen Ansichten hinzuzufügen. Das sagt zumindest Vera. Aber die macht doch ständig Witze. Herren wie Damen sind sich sicher, dass eine solche Geschichte euer unbestreitendes Recht auf die Herrschaft festschreibt, sinniert sie. Doch geht man in eine örtliche Taverne, wimmelt es nur so von denen, die meinen, die Geschichte wäre dem einfachen Volk des Landes und seiner ehrlichen, fleißigen Art gewidmet. Geht es um die Gemeinen? Oder um die Adeligen? Es geht natürlich um die Adeligen hier natürlich. Noch mehr Prestige pro Legitimitätsstufe. Und da ist mein Ratsspitzel sehr tot. Eieieiei. Und ich habe nicht gerade unbedingt die fähigsten Vasalen. Oh, warte mal. Ach, die hat niemand. Na gut, dann beenden wir es einfach. Also alle auflösen. Das hört doch einfach überhaupt nicht auf. Wer ist denn das jetzt hier? Der Krim-Dude. Ja, ich mache mit, aber ich werde... Wer greift denn eigentlich an? Byzanz? Okay, aber Byzanz hat nichts. Also gut, dann heben wir jetzt hier mal das Kriegsvolk nochmal aus. Und werden jetzt hier das Byzantinische Kaiserreich von der Krim vertreiben. Eigentlich dachte ich, dass wir heute gegen das Holy Roman nochmal ziehen. Naja, das dauert immer noch 8 Monate, was soll's. Da kommen 6000 Mann gerade eben. Das ist nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Aufkommende Gerüchte. Während ich die Treppe hinuntergehe und über den Kopf schlendere, erreiche ich jenen Gang, von denen aus die Dienerschaft gewöhnlich auf die Kinder aufpasst. Doch es sind keine Diener, die ich vorfinde. Ich höre laut und deutlich die Stimme von Kenna und verstecke mich hinter den Steinsäulen. Was hat Hochkönig Krak schon getan? War irgendetwas davon, wie jemand von uns da, um seine sogenannte Legende zu sehen, die er uns so stolz singen lässt? Okay, Kenna, wir werden keine Freunde mehr. Du Hofhenkerin, du. Ich kann sie hier unten so viel erzählen, wie ich will. Boah, Kenner einkerkert, das wäre ein harter Move. Oder einfach sagen, hey, ihr da? Wir besiegeln die Legende. Sie entschuldigt sich, okay. Ja, wie gesagt, wir sind ja treuherzig und so weiter und so fort. Und vielleicht müssen wir auch mal der nächste Mal wieder etwas mehr aggro sein. Oh Gott. Kann ich die ja nicht bekämpfen? Unwahrscheinlich. Ich stelle jetzt immer meine Truppen dahin. Ey, in was für einen dummen Krieg bin ich hier reingerollt? Ah, okay. Der kann mir egal sein.
Was? Jetzt segeln die doch nicht weg. Ich bleib mal kurz hier stehen. Vielleicht kommen die ja an und... Ne, die verhauen sich jetzt hier gegenseitig. Ich akzeptiere das einfach. Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass mich das irgendwie gar nichts angehen will. Ich glaube, ich möchte nicht, dass mich das hier was angeht. Weil ich kann halt auch... Also Byzanz zu plündern wäre natürlich schon geil, aber das wird einfach nicht klappen. Nee, ganz im Ernst, dieser Krieg geht mich nichts an. Geht mich einfach überhaupt nichts an. Ich habe mich gerade eben dazu entschlossen. Ich bin auch sprunghaft, ne? Eine sprunghafte Entscheidung wurde getroffen. Dieser Krieg geht uns nichts an. Nein. Ich kann wieder Auszeichnungen wieder einsetzen. Also meine Ratsmarschalle scheinen aber auch heute nicht allzu lang zu leben, oder? Meine Güte. Mamma mia. So, wie lange habe ich jetzt hier noch diesen Zwangsfrieden? Noch 29 Tage. Geil. Dann können wir diesen Krieg immer noch beginnen. Und dann hoffentlich endlich die Legende abschließen. Nicht die Legende, ihr wisst schon, das andere Ding ist. Die Westslawen vereinen. Ich komme schon durch, total durcheinander. Also gut. Dann möge es beginnen. Krieg erklären. Herzogtum. Böhmen. Ja. Alle Mann ausheben. Dann sehen wir mal zu, dass wir alles so schnell wie möglich hierher bekommen. Wir besetzen es und dann schlagen wir ihn im Felde, wie wir es immer getan haben. Aber warum dauert das so lange teilweise? Ja, weil ich gerade eben erst die Truppen ausgehoben hatte, ne? Ja, es dauert jetzt also alles nochmal ein bisschen länger. Und dagegen kann ich gerade relativ wenig tun. Aber auch hier findet irgendwie eine Art von Kampf statt. So, offiziell kann die Legende nun verbessert werden. Mir fehlt noch ein bisschen Geld dafür. Aber wir haben die 300 Baronien erreicht. Jetzt möchte ich sie auch in fremden Landen preisen. Darf ruhig noch weiter nach draußen gehen jetzt hier. Wie lange dauert das noch? Immer noch 3 Monate. Ey, ganz im Ernst. Nein. Also die stehen schon, ne? Die 9 Tage sind mir egal. Da warten wir jetzt auch nicht ewig und da warten wir jetzt auch nicht ewig. Wir marschieren jetzt hier einfach auf die da drauf. Die wissen gar nicht, wie ihnen blüht. So, zusammenlegen, halbieren, hier rüber marschieren. Das ist nur eine Stadt, die kann man nicht belagern. Oh, und Enrico gelingt erstmals... Das Zahnen im Alter von 12. Gut, manche sind spät dran. Oh mein Gott. Ja, herrlich, mein Sohn, herrlich. Manche von uns sind Spätzahner. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit der Hälfte von euch hier weiter belagern kann. Genau, das ist gar kein Problem. Und dann werde ich sie jetzt hier noch schnell schlagen gehen. Mit denen hier zusammen. Ich glaube, 8000 Mann und diese ganzen Reiter werden reichen, um hier das Heilige Römische Reich wegzufegen. Dup, 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 dup. Da ist sogar der Kaiser schon mit drin. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben ihn gefangen gesetzt. Oder auch nicht. Aber wir haben gewonnen. Das ist grandios. Weil jetzt können wir es abschließen, Leute. Prag gehört nun mir. Boah, will ich vielleicht Prag direkt einfach behalten? Ich glaube, ich will Prag direkt behalten. Ja, ich will Prag behalten. Was geben wir weg? Ich glaube, ich gebe das da oben weg.
Ich werde es nicht Enrico geben. Tut mir leid, lieber Enrico. Dein Bruder hat das getötet. Bitte sieh es mir nach. Deinen Bruder hat das getötet. Ich gebe das meinem anderen Spielererben hier nochmal ganz, ganz kurz. Genau. Genau, jetzt kann ich die Westslawen vereinen. Moment, halt, das will ich auch noch ganz schnell machen. Wo ist es denn? Hier. Ach, da ist ja immer noch ein Teil meiner Armee. Weg mit. Genau, Leimeritz brauchen wir nicht. Leimeritz geben wir auch weg. Das geht auch an meinen Spielererben. So, wunderbar. So, Prag werden wir behalten. Und jetzt vereinen wir die Westslawen. Als wir erstmals in diese Lande kamen, waren wir ein Volk. Über die Jahre verstreuten wir uns und teilten uns in zahlreiche Stämme auf. Nun, da fremdländische Mächte vor unserer Schwelle lauern, ist die Zeit gekommen, in der wir uns einmal mehr vereinen müssen. Ihr haltet einen heldenhaften Legendennamen, nett. Die zugehörigen Gebiete aller westslawischen Königreichstitel werden de jure Teil eures Haupttitels. Polen entwickelt eine zufällige Innovation der Militär- und der Zivilgruppe. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil wir sehr, sehr langsam sind. Westslawen vereinen. Die alten Stämme sind einmal mehr vereint. Ich habe uns zusammengeführt, wie es unser Vater wollte und wie es Samo einst vor Jahrhunderten tat. Sein Großreich starb mit ihm. Doch ich bin mir sicher, dass der Westslawien eine blühende Zukunft vor sich hat. Dies ist erst der Anfang. Wir sind nun der Wendler. Oh, geil. Ja, wir haben das Wendenreich oder sowas, ne? Nachdem er die verschiedenen westslawischen Königreiche zu einem einzigen zusammenfasste, war dieser Charakter schon zu Lebzeiten eine Legende. Ich finde es übrigens lustig, dass wir jetzt de facto eigentlich dadurch die andere Legende halt auch noch machen können. Moment. Also das ist jetzt alles de jure unser Reich. Das ist schon sehr, sehr geil. Theoretisch könnten wir jetzt weitergehen und noch alle Slawen verteidigen. Ostslawische Kultur, einen Kulturpfeiler. Die polnische Kultur hat einen Kulturpfeiler in Südslawisch. Pfeiler sind die Qualitäten, die den Ursprung einer Kultur darstellen. Es gibt 5 unterschiedliche Pfeiler. Ethos, Herkunft, Sprache, Kriegstradition, Ästhetik. Also ich habe eines davon. Ich muss halt noch das Slawenland theoretisch jetzt hier komplett bekommen. Das ist aber gar nicht so schwer. Das meiste habe ich schon. Ich muss hier noch ein bisschen was erobern und ich muss das hier noch erobern. Und dann, ja, da können wir das gesamte Slawenland erobern. Kaiserreich von Slawenland. Was wieder mal eine Sache zeigt, Leute. Moment. Wo ist Moskau? Ich glaube, Moskau? Moskau gehört gar nicht wirklich zu den eigentlichen Slawen. Interessant. Naja, was soll's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Vor allem das jetzt hier, die Güte erhöhen, wird nicht mehr lange dauern. Und dann können wir es de facto abschließen. Und ich glaube, die Großtat für Westslawien können wir dann sogar noch starten. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.